Und somit hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video. Wie komme ich hier rein? Entschuldigen uns für die Unterbrechung des Programms und schalten live zu Jack Ryder in die Gotham Bay, wo es Neuigkeiten gibt. Hier ist Jack Ryder mit neuesten Nachrichten aus der Gotham Bay. Wir erhalten Berichte über eine bewaffnete Belagerung auf Arkham Island. Vor 2 Minuten hat Joker allen Sendern diese furchteinflößende Nachricht geschickt. Schönen Gruß, Gotham. Das ist die Stimme eures neuen Herrn. Oh, wartet. Ich hab das ausgelassen. Hier ist Joker! Arkham Island steht unter meiner Kontrolle und ist für euch Sperrgebiet. Wenn hier irgendwelche Gesetzeshüter, Wachen oder Gutmenschen in Strumpfhosen auftauchen, lasse ich in ganz Gotham Bomben explodieren. Wo wird es sein? In einem Kindergarten? In einem Krankenhaus? In einer Milliardärsvilla? Alles ist möglich! Der Zugang zur Insel ist beschränkt worden. Der Luftraum ist abgeriegelt und erste Berichte legen nahe, dass Batman selbst auf der Insel gefangen ist. Wir sind gleich wieder da und berichten live über alle Entwicklungen. Zurück ins Studio. Danke, Jack, und mehr darüber in Kürze. Okay. Und Strumpfhose war ich gemeint? Ich mit Strumpfhose gemeint. Die Blätter fliegen. Matrix. Die laufen durch die schwebenden Blätter. Gegner geordnet, wo? Da hinten. Was? Harley hat erzählt. Der Tunnel ist verschlossen. Keiner kann rein oder raus. Alles cool. Nichts ist cool. Joker ist unberechenbar. Seien Sie wachsam. Ja? Glaubst du, er kommt da lang? Jeder Verbrecher, Mörder oder dann gehen wir mal nach da hinten. Oracle, setze das Batmobil-Abwehrmaßnahmensystem außer Kraft. Ich habe den Alarm gesehen. Was ist los? Wo bist du? Ich bin außerhalb der Arkham Villa. Wahrscheinlich hat Harley Quinn den Alarm ausgelöst. Wenn sie Gordon noch bei sich hat, könnte er verletzt werden. Okay. Das Batmobil ist immer noch außerhalb des Intensivbehandlungsgebäudes in Nord Arkham geparkt. Ich habe dir einen Plan der Insel geschickt.
Wichtige Orte wie den Standplatz deines Autos habe ich markiert. Danke, Oracle. Da sind wir. Da ist unser Auto. Was ist hier los? Ich habe vor 30 Minuten einen Funkruf erhalten. Ich soll herkommen und weitere Befehle erwarten. Dieser Anruf hat Ihr Leben gerettet. Bleiben Sie hier. Okay, und... Natürlich war das leicht für dich. So sollte es auch sein. Hier kommen wir nicht lang, okay. Hier. Ich kann nicht glauben, dass Sie Jackson getötet haben. Bleiben Sie bei Ihrem Kollegen. Ich mache dem ein Ende. Jetzt. Die ganze Insel steht bald unter meiner Kontrolle. Der Sieger ist es, unser Ding. Du meine Güte. Beschütze das Batmobil. Es gibt einen Vorrat an Explosiven im Kofferraum des Batmobils. Vielleicht brauche ich es. Hier gibt es noch nichts mehr. Oh. Ist hier drin irgendwas? Weil ich ja hier hoch kann. Ah, das kann ich gleich mal in die Luft sprengen, okay. Harley hat das Auto zerstört. Sieht aus, als hätte es eine Rangelei gegeben. Ich muss die Gegend um das Batmobil absuchen. Da könnte ich einen Hinweis finden, wohin sie Gordon verschleppt hat. Ich muss eine Spur am Tatort um das Batmobil isolieren, die mich zu Gordon führt. Lasst mich euch in eurem neuen Heim begrüßen. Hier in der Idiotenanstalt haben wir nur eine Regel. Ihr werdet uns niemals verlassen. Du hast also eingewilligt und meine Karte genommen. Ich hoffe, sie wird dir helfen. Merkwürdig, das ist Gordons Pfeife. Barbara hat sie ihm gegeben. Er würde sie niemals zurücklassen. Scan. Wild Country, Gordons Lieblingstabak. Gordon ist schlauer, als er aussieht. Er hat mir eine Spur hinterlassen, der ich folgen kann. Oracle, ich habe eine Pfeife gefunden. Darin sind die Initialen deines Vaters eingeschnitzt. Die habe ich ihm letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Er würde sie niemals zurücklassen. Genau. Er hat mir eine Spur hinterlassen. Er lebt, Barbara. Die Sicherheitstüren sind verschlossen. Ich muss einen anderen Weg finden, um wieder auf Gordons Spur zu stoßen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich amüsiere mich prächtig. Bei euch Jungs sieht das fast zu leicht aus. Als ob ihr es nicht mal versuchen würdet. Wofür ich euch nicht bezahle. Findet jeden,
Shepard! Okidokili. Nicht. Was gibt's denn hier? Komm rein! Setz dich und nimm deine Maske ab! Also, Bats, ich dachte, du könntest hier wirklich einen Freund gebrauchen. Jemand, mit dem du reden oder deine Geheimnisse teilen kannst. Sollen wir mit dem Großen anfangen? Wer ist das hinter der Maske? Warum spürst du das Bedürfnis, in die Welt zu ziehen und Leute wie mich zu bekämpfen? Glaubst du wirklich, du kannst gewinnen? Wir werden sehen. Natürlich kann ich gewinnen, hallo. Ich bin Batman. Ja, ich möchte aber auch wissen, was hier ist. Können wir da rein? Die Tür auf? Ich kann keine Tabakreste sehen. Ich muss meine Schritte zurückverfolgen und die Spur neu aufnehmen. Die Tür ist zu. Joker hier! Lasst mich alle neuen Bewohner von Jokers Anstalt daran erinnern, dass sie einen... Die Fledermaus! Du schlägst wie ein alter Mann! Oh ja. Gordon. Würdest du es nicht gern wissen? Ich bin hier drüben. Halt's Maul! Au! Oh, du dumme Kuh! Harley! Ah! Was macht er hier? Es ist zu früh! Tut mir leid, Süßer. Sei nicht sauer auf mich. Oh, du kleines Luder! Ich kann nie böse auf dich sein! Tut mir leid, Batman. Du musst einen anderen Weg finden. Ciao! Dieser Weg ist versperrt. Ich suche draußen nach einem anderen Weg hinein. Ja. Und wieso sind Blätter da drin?
Oh Gott, jetzt glaub... Ja. War doch so klar. Joker hier! Lasst mich alle neuen Bewohner von Jokers Anstalt daran erinnern, dass sie einer einfachen Regel folgen kann. Gerade bei Nichtbeachtung dieser Regel ist er tot. Keine Mensch und Arsch! Ich würde gern so ein bisschen weggehen. Ich will, dass alle Ärzte zusammengetrieben werden. Such das ganze Medizingebäude ab. Ich meine das ernst. Durchsucht jeden Raum, jedes Büro und jeden Mülleimer. Wenn noch ein Arzt versucht zu fliehen und das Gebäude verlassen kann, dann habt ihr nicht so viel Glück. Ich flute das Gebäude einfach mit Lachgas und lasse euch da sterben. Obwohl, das klingt lustig. Das mache ich auf jeden Fall. Achso. Falsche Taste gedrückt. Ich will hier wieder hoch. Ich will doch mal den anderen Weg gehen. Das war eine der leichteren. Lass mich! Sei still und geh mit den anderen darunter. Bewegung! Okay, ich hab's gehört. Ich geh schon. Warum braucht er die Ärzte? Ich muss sie retten. Nee, hier zu sein ist nicht so prickelnd. Okay, dann müssen wir den anderen Weg gehen. Aber jetzt weiß ich auch mal, für was der Raum war. Okay. So ein richtig unnötiger Weg gerade, aber naja, egal. Oh Gott, wird das schwer.
Falschen Knopf losgelassen. Wieso kriege ich das denn jetzt nicht zum Explodieren? Zum Explodieren. Ich hab den ganzen Tag gesagt, wieso kommst du nicht drüber und stellst dich mir? Ich bin sicher, es kann auch da rüber. Komm schon, wo bist du? Zur Hölle damit! Bist du? Ich weiß nicht warum. Ist das alles, was du drauf hast, Batman? Das wäre jetzt das Perfekte. Machen wir das halt so. Hallo, ist ein Doktor anwesend? Nein? Schade. Ich habe hier einen Haufen verwundeter Gefolgsmänner, die ärztliche Hilfe brauchen. Der Raum ist soweit okay. Sie sind in Sicherheit. Ja, keine Ahnung, warum das nicht mehr geht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Wir haben gerade unsere abendliche Runde gedreht, als auf einmal bewaffnete Gangster reinstürmten und uns als Geisel nahmen. War noch jemand bei Ihnen? Sie brachten jemanden in den Fahrstuhl. Ich weiß nicht wen. Offensichtlich wollten Sie nicht verfolgt werden. Der Fahrstuhl scheint abgestellt worden zu sein. Hier passiert Ihnen nichts. Wir schaffen das schon. Was ist mit den anderen? Wir haben Schüsse gehört. Sie könnten tot sein. Wir sollten hingehen und helfen. Oh, das habe ich vergessen. Dr. Kellerman war im Patientenuntersuchungsraum und Dr. Chen ist in den Operationssaal gegangen. Und Dr. Young ist zum Röntgen gegangen.
Okay, bleiben Sie hier. Ich finde die anderen Ärzte. Ich bin hier, Mike. Halte still. Ich befreie dich. Geht's dir gut? Wir sind in Sicherheit. Batman hat uns gerettet. Ja, wie komme ich jetzt, weiter? Einfach hier durch? Wo geht's hier hin? Bin ich von der anderen Seite auch hier hingekommen? Ja, ne, ich bin bestimmt einmal im Kreis gelaufen. Ja, yeah. Geradeaus müsste also dann der... Oh, jetzt ist das wieder weg. Ich kann überhaupt nicht mehr sprühen, warum? Hä, warum war das weg? Das hätte mir halt so... Okay. Unten ist der Weg, alles klar. Alles klarchen. Denken Sie dran, ein glücklicher Patient ist ein ruhiger Patient. Lassen Sie mich Ihnen die faszinierende Arbeit unserer neuen Forschungsleiterin Dr. Wir nehmen wir nachher. Ja. Erstmal geben wir rot. Einer der Vorreiter bei der Forschung zum Verständnis des menschlichen Geistes. Okay. Guten Tag, Arkham. Lassen Sie uns über den Verstand reden. Batman! Sagen Sie nichts, Sie sind jetzt in Sicherheit. Aber das ist eine Falle! Ich weiß, aber nicht für mich. Es stimmt! Du bist wirklich der größte Detektiv der Welt! Wie hast du das gemacht, Bats? Oh, was zum Teufel! Geht da runter, Jungs, und seht mal, ob ihr herausfindet, dass er ins Gesicht kommt! Du wirst bluten! Ja, oder werdet ihr fliegen? Jetzt sei nicht doch, so zufrieden mit dir, Bats. Doch. Ich wiege dich nur in Sicherheit. Stell dir das als eine Probe vor, der die Premiere folgt. Du wirst schon sehen. Ein Upgrade. Was ist das da? Geschlossen. Und was ist das? Aber... Geh nach hier. Upgrade. Okay. Lass mich nicht allein, Sie könnten auch. Es tut mir leid. Ich hab's versucht, dir zu sagen. Ich konnte nicht sprechen.
Ganz ruhig, Sie sind in Sicherheit. Ich werde mit diesen Schmalspurgaunern fertig. Mein Bettzeichen ist kaputt. Da oben ist nichts, ne? Nein. Einmal runter. Falsche Taste. Wir bitten alle Patienten, ruhig zu bleiben und sich langsam zurück in ihre Unterkünfte zu bewegen. Unsere Ergebnisse haben zu Debatten geführt, ob die Psychose an sich neurotoxisch ist und ob mögliche schädliche Veränderungen am Gehirn in einem Zusammenhang zu der Länge der psychotischen Episoden stehen. Das Projekt Titan erlaubt uns, die Fähigkeit des Einzelnen zu stärken mit solchen Veränderungen. Ich möchte jetzt erstmal die ersten Ergebnisse waren vielversprechend. Aber erst nach Ankunft des Patienten X stiegen unsere Erwartungen. Patient X war der Katalysator, der zur vollständigen Annahme des Titan-Prozesses führte. Wir danken allen unseren Wohltätern für diese Gelegenheit. Wer ist hier? Falsche Taste hier gedrückt. Dazu geführt, du schlägst wie ein alter Mann! Ja, immer noch. Willkommen in der Nervenklinik von Arkham. Unser Personal ist hier, um Ihnen zu helfen. Die Fledermaus! Los, Batman! Eigentlich die Luft, aber egal. Herr, was ist passiert? Es gab einen Alarm im Medizingebäude. Ich habe Schreie gehört und fand den Doc auf dem Boden vor. Als ich ihm helfen wollte, wurde der Raum mit Gas geflutet. Die Türen wurden verriegelt. Ich weiß nicht, wie lange wir durchhalten. Wie mutig! Klatscht für Mr. Cash in die Hände. Er kann eine gebrauchen. Wenn ich rauskomme, wirst du dich totlachen. Immer locker, Kumpel. Ich mach doch nur einen Scherz. Ich kann's nicht erwarten, es dir heimzuzahlen. Lassen Sie's gut sein, Cash. Können Sie von drinnen das Ventilatorsystem steuern? Ich hab's versucht, es geht nicht. Er hat den Fernzugriff deaktiviert. Joker hat den Raum mit Gas geflutet und wir sind hier gefangen. Ich kann die ganze Nacht hier sitzen, aber der Doc sieht nicht gut aus. Nein, das war bitte aus. Batman, kannst du das hören? Das Pult zeigt, dass Ventilator einen Strom erhält. Solltest du nicht tot sein? Beeil dich, du hast gesehen, was das Zeug anrichtet. Ich kann den Mann nicht sterben lassen. Ich muss den Raum so schnell wie möglich entgiften. Doch, kannst du. So. Da. Druck der Ventilator 2. Er macht es doch. Wir sind hier bald raus. Bleib ruhig. Habe ich ja kaputt gemacht, das soll. Na, hier scheint nichts zu geben, okay.
gehen wir mal eben reden. Was ist hier los? Mein Funkgerät ist ausgefallen, nachdem du Joker reingebracht hast. Oh. Sorry. Falsche Taste. So, ich muss wieder hoch, ne? Das medizinische Personal braucht meine Hilfe. Ja, wir gehen ja jetzt zu Gelb. Wir bitten alle Patienten, ruhig zu bleiben und sich langsam zurück in ihre Unterkünfte zu bewegen. Ich bin nicht sicher, ob ich ein Geheimnis länger für mich behalten kann. Zu meiner Party kommen noch zwei alte Freunde. Einer von denen hat Angst, dass du gehst, ohne dich zu verabschieden. Der andere, naja, sagen wir mal, er wird genauso überrascht sein, dich zu sehen, wie du ihn. Als Amadeus Arkham diese schöne Einrichtung aufbaute, haben nur wenige geglaubt, dass es einmal das beste psychiatrische Beurteilungs- und Rehabilitationszentrum werden wird. Jeder kennt die Geschichten der sogenannten Superverbrecher, die hier behandelt wurden. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Nein, wir machen die noch und dann... Sicherheitsanforderungen bieten normalen, aber aufgewühlten Personen... Also den Arzt jetzt noch. Das ist doch nicht chirurgischen, diagnostischen... So. Die erstmal aus dem Weg geräumt. Wieso machst du das? Ich hab's genauso gemacht, wie du wolltest. Sieh mich an. Glaubst du, das interessiert mich? Heul nicht und hör zu. Wenn sich dir jemand ohne Jokers ausdrückliche Genehmigung nähert, habe ich den Befehl, dafür zu sorgen, dass du sofort weggebracht wirst. Sieht so aus, als wärst du unser Druckmittel. Der Boss steht voll hinter der Sache. Alles wird wie eine Militäroperation geplant. Es gibt Freunde drinnen und draußen. Ich bin mir bewusst, dass dieser Job, wie du es nennst, Freunde erfordert. Was ich wissen will, ist, wieso du mich ausgewählt hast. Hat Joker speziell mich gemeint? Wieso lässt du mich nicht mit ihm reden? Wir können das sicher klären. Lady, ich muss dir nochmal sagen, ich werde dir wehtun. Verstanden? Halt endlich den Mund! Oh, bitte nicht! Nein! Geschäfte, noch quatschen. Was ist los? Sie unterhielten sich, als ob sie alles unter Kontrolle hätten. Stimmt es, dass Joker ausgebrochen ist? Leider ja. Aber nicht lange. Ich habe monatelang an Jokers Fall gearbeitet, bevor er ausbrach. Der Anstaltsleiter sagte damals, dass er Jokers Heilung wolle. Schlechte Nachrichten werden seine Bürgermeisterkampagne beeinflussen. Das ist das Kleinste seiner... Gott, ich habe fast vergessen, dass Sie sagten, dass Sie durch die Einrichtung zogen, um die anderen Ärzte zu jagen. Kein Problem, Doktor. Das gesamte Personal wurde gerettet. Sie sind sicherer, wenn Sie hier bleiben. Du, und ich hoffe, es hat... Das gesamte medizinische Personal ist in Sicherheit. Zeit, Harley Quinns und Gordons Spuren zu verfolgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt müssen wir dahin wieder zurück. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss.